schon wieder viel zu laut. Jetzt muss ich schon wieder machen. Fahren wir rüber. So, hallo Gerald. Okay. Wir sind ja hier stehen geblieben. Wir sind ja auch jetzt gerade aufs Gellige. Und ja. Deswegen. Wir tun hier überall noch so ein bisschen rum. Huch, nee, da will ich nicht hin. Hier haben wir dann ja auch noch einiges zu tun. Wir werden wahrscheinlich so immer mal hin und her reisen müssen. Okay, ich glaube, wir können aber wirklich von hier aus eine Schnellreise machen. Ah, okay. Ja, wir sollen wirklich dahin. Aber warum muss er dafür nach Kaer Morhen? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Der letzte Wunsch. Ja, das machen wir jetzt erst. Wir machen erstmal hier die ganzen Nebensachen. Bevor wir uns jetzt hier weiter mit der Hauptquest rumschlagen. Es gibt hier ja immer noch so viel zu entdecken. Und lieber will ich das mit Yennefer jetzt erstmal hinter mich bringen. Ja doch, Yennefer. Oh, wir eiern hier erstmal über Stock und Stein. Ich befürchte, dass hier irgendwann irgendwo irgendwie wieder die Insektenviecher auftauchen. Und ich will nicht, dass sie auftauchen. Schaffen wir es? Ah, doch. Warte, da ist auch noch was. Großmächtige Freya, hilf uns! Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in das der will ich Hand sehen. Und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Oh, komm. Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Haben die da ernsthaft Gehen Lampen? Voran. Ja gut, so kann man es auch machen. So. Also einmal in die tiefe, dunkle Höhle. Warte mal, haben wir nicht noch irgendein Öl gegen Ghule? Warte, waren Ghule Nekrophagen? Nee, dafür gab es Ghule-Öl, oder? Oh Gott, ich weiß es doch nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Warte mal, ich will einmal kurz ins Bestiarium gucken. Ist das hier? Ja. Ghule. Gehören sie dazu? Ja, doch. Gehören zu den Nekrophagen. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann, wo war das Nekrophagenöl? Nekrophagenöl. Super. Wobei, glaube ich. Okay. Hab ich gesagt. Nein, 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 nein. Ich hasse es, wenn die Viecher explodieren. Wobei, am schlimmsten sind immer noch diese Moder heute.
Man rechnet einfach auch nicht damit, dass sie explodieren. Wenn man das schon so lange spielt, aber irgendwie... Irgendwie rechnet man da nicht mit. Zurück! Ich töte ihn! Oh. Geht mir ja nicht drauf, Leute. Ja, Geralt, hast du schon mal einen hübschen Bruder gesehen? Meinst du, die schminken sich? Und der Letzte. Schleift die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, dass sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander. Ja, nee, ist klar. Ich hab's richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Beste Klinge ist nicht so, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ich hab dich im Blick. Ich hab dich im Visier. Immer im Visier. Wolf. Ein Relikt. Ein Relikt, was wir gebrauchen können. Ein Relikt, das wir gebrauchen. Okay. Das sieht aber cool aus. Rüstungsdurchbohrung, das möchte ich einmal. Da warte ich ja schon drauf. Angriffskraft. Ich glaube, taumeln wäre vielleicht noch cool. Geralt, dreh dich bitte einmal um. Ja, wieso? Ich habe doch mit euch nichts mehr zu tun. Weil ich mich mehr frage, ist, warum da immer noch Gegner angezeigt wird. Doch gar nichts mehr. Naja. Genauso wie hier. Oder zeigt das über uns an. Ich meine, kann auch sein, aber wäre jetzt nicht besonders low. Was ist hier? Holz. Rein Silber. Okay, nee, da kann er nicht hoch. Hier ist auch nichts weiter. Dann verlassen wir die Höhle einfach wieder. Und ich hoffe, dass Yennefer jetzt auch da ist. Oh, ich schätze mal. Warte. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Die sind von den Teilnehmern an den Heldenrennen. Sind das mehrere Rennen? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste. Aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Gibt's für den Gewinner eine Belohnung? Er wird den Ruhm baden und kann sich feiern lassen. Ich hatte auf etwas Greifbares gehofft. Uns ist sowas nicht wichtig. Aber ja, der Sieger erhält ein hübsches Erinnerungsstück. Ein Schwert, einen Helm oder manchmal auch ein Schild.
Was sagt man dazu? Ihr könnt ja doch praktisch denken, wenn ihr wollt. Ein bisschen Übung hat noch keinem geschadet. Also, wo finden die Rennen statt? Die ersten drei auf Art Skelly. Wer jedes mindestens einmal gewinnt, tritt auf Hindarsfjall in einem letzten Rennen gegen den letztjährigen Meister an. Verstehe. Wie heißt er? Sie, Astrid von Spiekeroog, auch bekannt als die Viper. Interessanter Viper, Spitzname. Und absolut verdient. Viel Glück, Hexer. Mögen deine Taten der Göttin Freude bereiten. Ganz toll. Du hast aber auch noch was. Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Mhm. Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen. Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtschejs und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Natürlich nicht. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Aber dennoch will ich erstmal mit Yennefer reden. Also wollen, von wollen kann keine Rede sein, aber... Muss ja vorher gehen. Das hier nehmen wir alles wieder mit. Nur dann gibt es schon wieder Ärger. Die Götter werden dir niemals vergeben. Schäle dich zum Teufel, Hexe. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ypsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vor Hindarsfjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Warum? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Was willst du denn schon wieder mit einem Djinn? Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Mit einem Djinn wäre ein Sturm kein Problem. Er könnte sich einfach etwas wünschen. Vielleicht hatte er keinen Wunsch mehr übrig. Oder es ist etwas Unerwartetes passiert. Also gut. Was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm.
Na klar, natürlich sollen wir das jetzt machen. Der letzte Wund. Ja, komm. Bist du sicher, dass die Göttin sie will? Wir plaudern ein andermal. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Hatten wir das Thema mit dem Djinn nicht schon mal? Sind wir deswegen nicht in diese Miserie geraten? Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Ach ja. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Ja, sowas können sie. Ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Habe ich denn eine Wahl? Nein. Ja. Siehst du. Ich bin im Boot. Nun? Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir... Boah, Alter, ich krieg schon wieder Aggression bei der Frau. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Das heißt ja nur, dass wir für immer zusammen sind. Das heißt nicht, dass ich mit dir zusammen sein muss. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erütaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Ja, klar. Es bleibt auf. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Ja, ja, du mich auch. Und, wie läuft's? Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leuten der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist doch eine Galionsfigur von Clan Roland. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Boah, diese Frau, ne? Geralt! Geh wieder ins Boot, bitte. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Ah. Wir haben keine Spur. Wir haben gar nichts. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren.
etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Okay. Wenn wir ganz kurz mal Front antworten. Oi, so. Also. Halleluja. Das kann witzig werden. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Als was? Hier ist was. Der Schild eines Gallaghers mit Symbolen vom Clan Heimei. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Hier ist was. Der Schild eines Gallaghers mit Symbolen vom Clan Heimei. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Heimei. Das Langschiff gehörte dem Clan Dimun. Yen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Geralt, könntest du dich bitte beeilen? Lenk Geralt einfach immer beim Schwimmen. Warum schwimmt sie eigentlich nicht? Warum müssen immer wir die Drecksarbeit machen? Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Mhm. Ich mag die Frau nicht. Aber ich glaube, das habe ich jetzt mehr als einmal erwähnt. Mit diesem Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Echt? Ist da was? Hier sind Sirenen. Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Ey, so fete bei dem. En echte Ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Ein Su Fete bei dem. Ein echter Ilvaid. Okay, also mit dem Schiff selber kann ich gerade überhaupt nicht interagieren. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Schlimmsten sind die Sirenen. Bin ich sicher, ob ich da ankomme, wo ich hin will. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern.
Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Ich kann mir Portale mittlerweile auch nicht mehr ab. Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Diesmal windest du dich nicht raus. Sag die Wahrheit oder ich bin weg. Du musst mich nicht erpressen. Du hättest es eh erfahren. Stimmt, aber erst danach. Ich will es jetzt wissen. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns, 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Okay. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ja, wenn es danach geht, wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Hier gibt es nichts Interessantes. Hier oben noch was? Nein. Aber man kann hier noch runter. Interessant. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Was mag das wohl bedeuten? Hier ist noch mehr, Gott sei Dank. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Was mag das wohl bedeuten? Der Magier muss hier geschlafen haben. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Nichts Interessantes. Hier gibt es nichts Interessantes. Das Imperium der Elemente von Gian Battista. Gut, dann gucken wir mal. Yen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen.
Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Ach, Geralt. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck. Ich hab ne Idee. Die Kälte hat die Leiche konserviert. Ist wohl an einem Schädeltrauma gestorben. Das Bücherregal ist ihm auf den Kopf gefallen. Muss eine ziemlich harte Landung auf dem Berg gewesen sein. Ja, durchaus möglich. Wir sind ja auch relativ weit oben. Oh Gott, bloß hier runterfallen, Geralt. Oh, ja nicht. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fried Keist im Gjar! Keist et is glär! Querit mi kassel! Die letzte Erfahrung mit dem Djinn hatten wir ja schon mal, ne? Au! Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, der ist hier. Wollen wir es andersrum machen? Gut, das scheint nicht besonders stark zu sein. Nur noch ein bisschen. Ich spüre, wie er schwächer wird. Ja, ja, ich weiß. Das war einfach. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Wir werden besser. Beim letzten Djinn haben wir halb Rinde verwüstet. Ja, wir sind ein gutes Paar. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Bitte. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden, dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Ah, okay. Okay, jetzt kommt das, wir trennen uns von Triss, von Yennefer. Ach, du grüne Neune. Das kann... das wird lustig. So.
ging es gerade noch mal kurz bezüglich meiner Freundin. So. Ja, gut. Tut mir leid, Jen, aber für mich ist der Zauber vorbei. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Ich fühle dasselbe wie vorher. Das solltest du auch. Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten? Dass der Djinn deinen Wunsch erfüllt hat. Ja, also, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen. Dann können wir ja jetzt gehen. Komm. Warte. Der Zauber ist weg, ja. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei dir bin. Bleiben wir hier eine Weile. Also ich werde es bestimmt irgendwann nochmal mit einer anderen Storyline spielen. Ohne Triss wahrscheinlich. Später. Aber für jetzt bin ich zufrieden. Weil Witcher 3 hat ja sowieso andere Enden. Ich glaube, jeder Teil hat nächstes Mal andere reiten wir. Enden. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysimar. Jen, was vorhin passiert ist. Bitte, Geralt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Ich auch. Ich hole Uma vom Baron und dann reiten wir nach Kaer-Mor hin. Ich stoße zu euch, so schnell ich kann. Leb wohl. Bis dann, Jen. Freu mich, ich muss das ja machen. Ich meine, ich habe ja gerade erst Dingens erzählt, wie sehr ich in Triss verliebt bin, also. Kann ich ja nicht einfach hier. Und so, ne? Wieder nicht. So. Allerdings haben wir natürlich auch noch einiges an Nebenquests vor uns. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile mit der Hauptquest beschäftigt. Und wir haben hier ja noch unendlich viel. Gut, ich würde aber sagen, wir gehen trotzdem erstmal nach Velen wieder, also nach Temerien. Und werden uns da erstmal wieder darum kümmern. Freunden zeigen wir das Herz. Alles zu finden, zu suchen, zu machen. So, das hier werde ich auch einmal alles annehmen. Wenn sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Chance. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Okay, ja, aber meine Schneereise.